Hallo, ich bin Holger aus dem Cypher Solution Center. Heute habe ich mir Stefan Schillinger von der TESA.se eingeladen. Hallo, lieber Holger. Hallo, Stefan. Wenn du zu uns kommst, dann meistens mit irgendwas Neues im Gepäck. Und das möchten wir Ihnen heute kurz vorstellen. Stefan, es gibt immer wieder die Anfragen bei uns. Wir haben zwei unterschiedliche Substrate, die wir miteinander verbinden wollen. Grundsätzlich ja machbar, aber immer wieder die Schwierigkeit, niederenergetisch oder sogar silikonisiert. Auf der anderen Seite habe ich vielleicht ein Aluminium, wo ich dann nicht den gleichen Klebstoff brauche. Was habt ihr da? Richtig, für diese Anwendung haben wir jetzt auch ein neues Produkt. Das nennt sich 88665. Und dieses nennt sich bei uns Differential Tape. Das heißt, auf der einen Seite ist eine Silikonklebemasse drauf, auf der anderen Seite ist eine Acrylatklebemasse drauf. Also das heißt, ich habe auch, wenn ich es jetzt mal sehe, zwei Abdeckungen. Ich habe einmal eine Folie und habe einfach den Papierliner. Also richtig. Das ist schon ein Indikator dafür, dass es sich um zwei Klebstoffsysteme handelt. Genau. Dient auch dazu, dass man es dann bei der Applikation nicht verwechselt, dass man weiß, auf welche Seite kommt der Silikonkleber dann drauf und auf welche Seite kommt der Acrylatklebstoff drauf. Und dadurch haben wir verschiedene Abdeckungen mit drauf, dass der Anwender es auch unterscheiden kann. Und zusätzlich ist nochmal zu sagen, also diese Silikonklebemasseseite kommt auf die Silikonoberfläche drauf und die Acrylatklebemasse kommt dann auf die Seite drauf, wo jetzt, wie du vorher gesagt hast, Aluminium oder andere Werkstoffe sind. Die also nicht diese kritische Oberfläche Energie haben. Genau. Kann ich mir auch vorstellen, dass aufgrund dieser Folie, die ja dann auch stabilisiert, die Weiterverarbeitung, speziell das Converting, eigentlich sehr gut sein muss. Genau. Also wir haben schon festgestellt, solche Produkte werden hauptsächlich nur im Converting eingesetzt, weil meistens auch nochmal Stanzteile aus dem Rohmaterial hergestellt werden. Und es lässt sich also hervorragend stanzen oder auch schneiden. Und wir liefern es praktisch an die Firma Cypher als Rollenware. Ja, wir beziehen dann Jumbo. Die Lockrollen von euch und machen dann entweder, wenn der Kunde es wünscht, wirklich eine Schmalrolle davon in seinen, ich sag mal, Abmessungen, die er gerade benötigt. Oder aber wir konfektionieren es für uns, das heißt von der Lockrolle auf die Breite, die wir entweder auf dem Laser oder auf der Hubstanze oder Rotationsstanze brauchen und machen daraus dann eben die Formstanzteile oder eben den Lasercut für die Kundengeometrie oder für die Anforderung. Ist ein relativ vielseitiges Produkt, das sehen wir schon eben aufgrund dieser Klebmassen, aber es muss natürlich auch den Anspruch haben. Es ist kein 0815 Produkt, wo ich sage, das kann ich mal eben nehmen, sondern ich muss schon auch hinterfragen, trägt der Preis dann das Endprodukt, weil es ist eine verbesserte und aufwendige Methode, es sind zwei Klebstoffsysteme drauf, das heißt, ich muss es auch dementsprechend von der Produktion her sehen, also es ist ein aufwendigeres Produkt. Genau, ein aufwendiges Produkt, aber es ist bis 150 Grad temperaturbeständig, ist transparent, hat 115 μ Materialstärke und auch der Stoff, wo es dann verbunden wird, ist in der Regel Silikon, das heißt, es ist auch schon für hochwertige Anwendung gedacht. Ja, danke schön. Jawohl. Auch wieder interessant, dass auch da die Entwicklung immer weitergeht, dass man sich dem Markt anpasst und dass ihr uns da jedes Mal auch informiert, um die neuen Produkte auch wirklich punktgenau dann auch dem Markt zu präsentieren. Danke dir. Jawohl, ich bedanke mich. Dankeschön.